Heute heißt es 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg. Und die Wölfe aus Wolfsburg, sie brennen darauf, den Titelgewinn, den überraschenden, aus dem Jahre 2008 zu wiederholen. Ich bin mir ganz sicher, dass der VfL Wolfsburg mit diesem Kader die Möglichkeit hat, an alte Erfolge anzuknüpfen. Und der Schiedsrichter der heutigen Partie heißt Steffen Schwurbel. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Kevin Wimmer. Und nun Matthias Lehmann. Kevin Vogt. Achtung! Hand. Olic. Sebastian Jung. Luis Gustav. Vierinha.
Naldo. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Sebastian Jung. Olic. Die Flanke kommt gut. Auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken. Den hat er super rausgeholt. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. In die Arme des Torhüters. Jetzt müsste die Flanke kommen. Jetzt schießt er und er ist drin. Dafür bin ich entstanden. Was für ein Tor. Überragend und vor allem die Vorarbeit habe ich selten gesehen. Sieht total einfach aus in dieser Situation, aber entscheidend, man muss genau hier stehen. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Oh! Marcel Risse. Die verstehen sich blind. Vorteil gepfiffen für den 1. FC Köln. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Er attackiert ihn, er will den Ball. Luis Gustavo. Hand. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Marcel Risse. Mirinha. Luis Gustavo. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Achtung, jetzt! Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Läuft er ganz weit raus und kontrolliert den Ball. Und das ist, meine, genau das ist es an dieser Stelle. Den muss er auch kontrollieren. Nicht einfach nur wegpölen, sondern Kugel aufnehmen, weiterspielen und quasi den nächsten Angriff einleiten. Ah, über die Flügel, da soll jetzt mehr kommen.
war im Tor aus. Eckball. Der Schuss war top. Besser war eigentlich nur noch die Parade, wenn man sich das hier genauer anschaut. Und da macht es sich eben bezahlt, wenn der Keeper da ist, wenn er wach ist. Jetzt wissen die Spieler, wie es läuft. Sofort zeigt er Gelb hier. Und das Ganze läuft an der kurzen Leine ab. Einwurf jetzt. De Bruyne. Luis Gustavo. Olic. Sache, Freistoß. Olic. Dann in Halfa. Ja, entscheidet auf Einwurf. Hector. Ja, nicht nur auf der Linie rumhampeln und rumspringen, auch mal rauslaufen und sich den Ball holen. Ja, das ist der moderne Fußball. Das ist genau das, was der Trainer vom guten Keeper verlangt. Mitspielen und damit gleich den Konter einleiten. Und nun Matthias Lehmann. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Und hier nochmal zum Bewundern, zum Staunen, die Wiederholung der Torwartaktion. Souverän gemacht und ja, das zeigt Wirkung beim Gegner. Hector. Jetzt greift er ihn an. Naldo. Und Achtung, genau hingeschaut. Sebastian Jung. Also ich habe das Gefühl, da ist Unsicherheit drin, die Nervosität. Jetzt zieht er ab! Den hat er super gehalten. Das muss man mal klar sagen. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Jirinja. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und Eckball gibt's. Luis Gustavo! Mit etwas Glück hat er den Ball gesehen, aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da geht nichts.
Brečko. Kevin Wimmer. So sieht das der Trainer gern. Kevin Vogt. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Das sieht gut aus für den... Achtung! Der Abwehrspieler blockiert den Ball. Luis Gustav. Geht er rein! Gehalten, aber noch heiß. Da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Kevin Vogt. Helmes. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Ja, es war knapp, aber der Schiri mit exzellentem, um nicht zu sagen mit Adlerauge, richtig entschieden. Luis Gustavo. Hand. Ist aufgepasst. Einwurf. Rodriguez. Kevin Vogt. Maro. De Bruyne. Neben dem Gewinn der Meisterschaft stand der VfL Wolfsburg auch schon einmal im Finale eines DFB-Pokals, nämlich 1995. Dort mussten die Wölfe sich allerdings den Fohlen, ja, die guten... Er hat den Ball sofort verarbeitet. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest. Virinha. Peter attackiert. Die Flanke kommt gut. Luis Gustavo. Was für eine Parade. Virinha. Jetzt ins Tor. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können. Aber er hält ihn fest. Abseitsentscheidung korrekt. Ja, war eine ganz knappe Kiste. Auch hier wieder. Aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Hier kommt die Statistik für die Ballermänner, die Schussstatistik. Ja, und du musst nicht immer nur draufhalten, du musst gescheit zielen. Olic. Und jetzt! Und da hat er die Chance zum Ausgleich gehabt.
Marcel Risse. Rodriguez. Luis Gustavo. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Olic. Oh ja, starkes Zweikampfverhalten in dieser Situation. Marcel Risse. Rodriguez. De Bruyne. Und da bekommt er Unterstützung. Luis Gustavo. Die Möglichkeit. Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Olic. Pass nach draußen auf den Flügel. Die verstehen sich blendend. Zu früh gestartet. Abseits. So, jetzt überlegen Sie doch mal. Möchten Sie in so einer Situation der Entscheider, der Schiedsrichter sein? Der Assistent. Der macht alles richtig. Er hebt die Fahne. Gutes Auge. Hector. Marcel Risse. Jetzt greift er ihn an. Gut gemacht vom Verteidiger. Unter Druck hat er den Ball ins Seitenhaus gespielt. Luis Gustavo. Rodriguez. Pass geht raus. Jetzt soll es über die Außen gehen. Und den Ball im Netz versenkt. Keine Chance für den Torwart. Ja, wenn man dann noch mal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Kevin Nimmer. Hector. Maro. Brečko. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen.
Da ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefallen. Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Virinha. Rodriguez. Luis Gustavo. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Klasse Zuspiel. Und eine vertane Chance. Ja, aber er trifft den Ball auch überhaupt nicht richtig. Also, das ist einfach keine gute Schusstechnik. Rodriguez. Balleroberung auf dem Flügel. Gibt Einwurf. De Bruyne. Luis Gustav. Achtung, jetzt! Und Eckball gibt's. Für die angreifende Mannschaft. Gefährliche Flanke. Und wenn er jetzt getroffen hätte, dann lägen sie nicht mehr hinten. Er taumelt wie ein Boxer, aber er steht. Jetzt wird es brenzlig. Oh, Halper! Und er ist drin! Scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Ja, da kann der Keeper nicht festhalten. Und wo fällt die Kugel hin? Genau vor die Füße des Stürmers. Und der schiebt ein. Hand. Olic. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte und zwar mit vollem Recht. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig.
Mirinha. Zweikampf um den Ballbesitz. Olic. Daniel Halfa. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Hand. Jetzt eine gute Flanke. Sebastian Jung. Gelaufen ist das noch nicht, liebe Zuschauer. Aber immerhin 3:1 die Führung zur Pause. Und damit geht es für die Heimmannschaft wohl mit einer komfortablen 2-Tore-Führung zum Pausentee. Die Fans dürfen zufrieden sein. Jetzt dürfte es für die Gäste in Halbzeit 2 ganz, ganz schwierig werden. Tor! Tor! Tor!